Guten Abend, liebe Freunde. Wir sind Yannick und Falco. Ja, und? Yannick und Falco. Und Falco und Yannick. Falco. Ich wusste gar nicht, dass so viele dabei sind. Ja. Aber durch euch sind es natürlich ganz, bestimmt auch einige Yannick und Falcos dabei. Das kann ich mir vorstellen. Direkt. Okay, ich hab Tornado. Im Hintergrund seht ihr wieder ein live erspieltes Live-Commentary-Dropshot. Ja, mit Thema heute wieder Morgenroutine. Genau, das heutige Thema lautet Morgenroutine, deine Morgenroutine, meine Morgenroutine, unsere Morgenroutine. Wir alle und Morgenroutine. Wir alle Morgenroutine, Mongo-Routine und... Pass rüber, ich hab Pimpel. Ja, kommt nicht. Und ja, wir haben uns gedacht, wir sagen euch mal so ein bisschen, wie ihr euch sofort besser fühlt, wenn ihr euch vielleicht jetzt so ein bisschen schlapp, abgedroschen, energielos, wenn ihr immer so viel am Bildschirm seid, am Handy, whatever. Habt ihr das gerade gesehen? Das war mega nice, würde ich mal sagen. Nice. Ein geiles Tor. Guckt ihr diese Kombi an. Er hat einfach die Stacheln. Ich catch ihn mir, mach direkt Magnet und in das Tor. In das. Genau. Wir wollen euch mal so ein paar Dinge sagen, die euch sofort mit Sofort-Effekt helfen werden, dass ihr euch besser fühlt, mehr Energie habt und gerne morgens aufsteht. Okay, die ist einfach. An alle morgens, alle Morgenmuffel. Ja, die, genau. Und wenn du dich morgens halt so abgedroschen fühlst, voll oft, so irgendwie nicht mehr so wie früher, du bist aufgestanden, Digga, voll mit Energie, hast du Bock, irgendwie was zu machen. Ja, das war früher irgendwie ein bisschen geiler vielleicht, ich weiß was. Falls du das auch kennst, dann sind die Tipps auf jeden Fall perfekt für dich. Genau, man hat ja auch manchmal einfach so Phasen, wo das halt mehr ist, mal weniger. Auch, ja, und da wollen wir euch ein bisschen helfen. Also, wir haben uns gedacht, wir stellen euch mal zwei, drei Sachen vor, die wir morgens empfehlen und auch meistens machen. Ja, also ganz klar auf jeden Fall, ganz klar. Genau, ganz als erstes ist das easy. Eine feste Uhrzeit festlegen, zu der du aufstehst. Oder eine mittelfest wackelige Uhrzeit festlegen. Genau, also ich zum Beispiel 7 Uhr morgens, ich kann um 7 am besten aufstehen. Manche können um 6 gut aufstehen, das ist ganz unterschiedlich. Ja, dann trinkst du erstmal ein Glas Wasser. Atme tief ein, nein Spaß. Auf jeden Fall atmen nicht vergessen, logisch. Atmen nicht vergessen. Atmen nicht vergessen und das am besten an der frischen Luft und dabei ein bisschen Bewegung. Es reicht, wenn es so 10-15 Minuten schon sind. Ich mache das meistens, indem ich dann mit dem Radl fahre, statt mit dem Auto zur Arbeit. Wenn du die Möglichkeit hast, dann tu das am besten. Oder zur Schule. Oder zur Schule oder zur Uni, das hat auf jeden Fall einen Soforteffekt. Ja, oder wenn du da, weiß nicht, wenn du Busfahrer bist vor der Schule, dann guck, dass du da vielleicht irgendwie so ein bisschen, vielleicht eine Haltestelle schon früher aussteigst, auch wenn das komisch ist, oder irgendwie, dass du da deine, ein bisschen noch Spaziergang reinkriegst, so an der frischen Luft, das ist auch schon ein enormer Unterschied auf eine Woche zum Beispiel gesehen, wirst du das merken. Genau, also du brauchst nicht die ganze Strecke eins machen oder das andere, sondern du kannst auch dir das aufteilen. Oder dass du halt irgendwie so ein bisschen 10 Minuten irgendwie Bewegung mit reinkriegst und frische Luft, das macht einen enormen Unterschied. Genau. Und das sowieso generell in deinem Tagesablauf mit einzubauen. Ja, Mann. Falls du halt viel drinnen bist und viel sitzt und so weiter. Genau. Auf jeden Fall leichte Bewegung. Genau. Leichte Bewegung ist das Stichwort eigentlich dafür. Ja, an der frischen Luft, genau. Ja, als nächstes ist natürlich sehr, sehr wichtig, ein gesundes, ausgewogenes Frühstück. Das kannst du in Form eines Shakes machen oder auch in Form eines Müslis oder was auch immer, dass du halt Früchte mit drin hast, Vitamine, aber auch Ballaststoffe, Haferflocken vielleicht, je nachdem, was du auch gerne isst. Ja, mache ich voll oft gerne, so Haferflocken mit Joghurt, einfach, da, wenn du Bock hast auf so einen Soja-Joghurt, dann Soja-Joghurt, ansonsten kannst du auch normal nehmen. Und dann schneide ich mir so einen halben Apfel rein, so eine halbe Banane, noch ein bisschen Honig drüber, ein paar Walnüsse rein und dann schmeckt das schon übelst lecker. Genau, also das kann ganz einfach sein. Du kannst ja aber auch einen Shake machen, auch richtig cool mit Tiefkühlfrüchten, zum Beispiel, die du vorher schon im Kühlschrank aufgetaut hast. Dann geht das alles ein bisschen besser und ist auch nicht mehr so kalt. Und da mixt du dann deine Haferflocken rein und was du gerne isst, Nüsse und so weiter. Und dann hast du einen richtig guten Start, das kannst du auch mitnehmen zur Schule, zur Uni. Wenn du dir so einen kleinen Mixer holst vielleicht, da kannst du dann das in den Behältern direkt mitnehmen. Also ganz einfach, geht auch ganz schnell, musst du nur zusammenkippen und mixen. Und dann hast du eigentlich keine Ausrede mehr,
dass du morgens Nutella-Brot isst oder was anderes. Das kannst du natürlich auch, aber vielleicht nicht zu häufig. Und das dauert mindestens genauso lange, das Nutella-Brot. Und wird dir aber nicht so lange Energie liefern und dich so lange satt machen. Vor allem auch nicht so lange satt machen, man muss schon wieder was essen und so, das nervt euch. Genau. Und Haferflocken und so weiter, das ist auch recht günstig, also. Das ist so, ja, es ist mega günstig. BÄM! Oh! Was? Er zieht ihn raus! Hä? Ich hatte ihn noch mit 300 Gramm Hader aufgeballert. Ja. Hat voll gebackt. Aber wird Zeit, dass wir mal wieder ein Tor schießen. Ja, man, nach dem Glas Wasser dann genau ein bisschen Bewegung, dann so das Frühstück. Was kam dann nochmal? Irgendwas kam noch. Zähneputzen könntest du machen. Genau, das mache ich dann immer noch. Genau, Zähneputzen mir erstmal. Genau. Kannst du natürlich auch abends machen, aber. Kannst du auch abends und morgens machen, also das ist dir überlassen. Dreimal am Tag ist schon in Ordnung. Ja. Genau, und dann haben wir noch, weiß nicht, ich mache das auch manchmal, dass ich mir was Lustiges angucke, direkt morgens, weil dann bin ich gut drauf. Ja. Aber das ist auch natürlich dir überlassen. Manche gucken sich auch morgens was an, was sie lernen wollen, also wenn du halt so viel Zeit hast, kannst du natürlich auch gleich morgens irgendwie lesen oder dir ein Video angucken, was dich motiviert oder wo du was lernst. Genau, oder irgendwas, wo du einfach nur Bock drauf hast, das an dem Tag zu machen oder mal zu machen, wo du dich schon drauf freust. Oder mir reicht es auch oft, wenn ich so eine Begegnung habe mit irgendeinem Menschen halt, zum Beispiel bei meinem Morgensport, einfach kurz, weiß nicht, Hallo sagen oder nur kurz, ganz kurz, ich quatsche so zufällig, das bringt mir auch immer ganz viel Lebensfreude. Genau. Aber da ist jeder unterschiedlich. Also probier diese Sachen einfach mal aus oder erstmal eine Sache, eine nach der anderen und du wirst einen Sofort-Effekt merken. Ja, auf jeden Fall eins nach dem anderen. Genau, die Runde ist jetzt auch schon wieder vorbei. Wir haben leider verloren, aber kein Problem, dafür hast du jetzt viel gelernt. Und ich würde dir empfehlen, sofort in die Umsetzung zu gehen und schreib einfach mal in die Kommentare, wenn du schon etwas davon machst. Juhu! Ansonsten, rein damit in die Kommentare und bitte, Janik, ansonsten lasst uns kein Like da, kein Abo und aktiviert die Glocke bitte nicht, weil bitte nicht. Die nervt natürlich sonst nur. Absolut, Digga, klingelt die ganze Zeit, kann nicht schlafen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao.